Als nächster kommt Josef Smolle, ein Universitätsprofessor und ÖVP-Abgeordneter aus Graz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die UG 31 Wissenschaftsbudget ist sicher ein herausragendes Highlight des Doppelbudgets 18 und 19. Denn für die Universitäten kommt hier wirklich sattes Geld dazu. Insgesamt werden es 11 Milliarden Euro für die nächste dreijährige Leistungsvereinbarung sein, ein Plus von 13%. Ganz besonders möchte ich aber hervorheben, dass hier nicht einfach additives Geld dazugeschossen wird, sondern dass das Hand in Hand geht mit einer generellen Reform der Universitätenfinanzierung, nämlich der Kennzahlen, der Merkmale, nach denen das Budget verteilt wird. Es wird gezielt darauf geachtet, welche Budgetmittel in die Lehre und damit in die Ausbildung für unsere jungen Menschen geht, welches Budget in die Forschung geht und welches für die Infrastruktur erforderlich ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Meilenstein und ermöglicht natürlich auch eine ganz besonders gewissenhafte Steuerung unseres tertiären Bildungssektors. Und zu dieser Steuerung gehört auch der Zielwert, dass die Zahl der Absolventinnen und Absolventen erhöht werden soll. Und zu diesem Gesamtpaket gehört auch ein gewisser Ausbau der Zulassungsbedingungen. Zu den Zulassungsbedingungen möchte ich etwas aus der Erfahrung der Medizin beisteuern, speziell aus der Universität, aus der ich komme. Mit dem Einführen eines Auswahlverfahrens ist es nicht nur gelungen, die durchschnittliche Studiendauer nahe an die Mindeststudiendauer heranzuführen, sondern was noch viel eindrucksvoller ist, die Dropout-Rate, die früher über 50% betragen hat, ist nun auf etwa 5% zurückgegangen. Wir bringen sogar oft mehr Absolventinnen und Absolventen hervor, als das in so manchen Jahren des sogenannten freien Zugangs der Fall war, wo wir die Studierenden dann einem, sage ich, Numerus Erosivus überlassen hatten. Es ist einfach fair, von Anfang an klare Verhältnisse und gute Studienbedingungen zu schaffen. Abschließend ein Wort zur Grundlagenforschung. Auch da gibt es mehr Geld, die Steigerung für die ÖAW, die Sicherung der Finanzierung für das IST Austria, eine Einrichtung, die im Moment ihrer Gründung von der Scientific Community durchaus mit gemischten Gefühlen beobachtet worden ist, die aber wirklich off-age gekommen ist und sich zu einer wahren Spitzeneinrichtung entwickelt hat. Und dann natürlich auch der FWF, wo es eine kontinuierliche Steigerung gibt. Luft nach oben, aber die Steigerung ist da. Und so darf ich insgesamt sagen, es ist ein gutes, es ist ein zukunftsweisendes Budget. Gratuliere dir, Herr Bundesminister, für das gute Verhandeln, für dieses Plus für den tertiären Sektor. Es ist eine ambitionierte Investition in die Zukunft, in unsere Jugend. Danke vielmals. Das war das Budgetkapitel Bildung, Wissenschaft und Forschung.